Was bisher geschah den Gothic 3? Diebische. Kleine diebische Monster. Komm her. Wenn du dich traust. Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Gothic 3. Ja, wir sind jetzt mal hier bei den Waldläufern stehen geblieben. Ja, mittlerweile haben es ja auch schon 21.11 Uhr in der Spielwelt, also es wird so langsam dunkel. Die Waldläufer haben tatsächlich, oder besser gesagt, der Druide der Waldläufer, der Druide Thorn hat uns gestanden, dass er den Bauernhof näher Treles zerstört hat. Ja, gut. Ich würde sagen, wir gehen erstmal eine Runde schlafen bis zum nächsten Morgen, damit wir das erstmal hier verarbeiten können. Und ja, dann würde ich glatt mal sagen, sollen wir das den Orks sagen? Ich weiß es noch nicht so ganz. Bin ich ganz ehrlich. Ja, wir gucken mal. Was schreist du mich hier so an? Du verdammtes Vieh. Komm her. Ich mache hier das mal platt. Hier, komm. Links, rechts. Scheiß Snapper. Wunderbärchen, Wunderklärchen. Wunderbar. Dankeschön. So. So. Das läuft ja hundertprozentig so. Ich habe mittlerweile ja wieder einen zweiten Bildschirm. Das heißt, wenn ich da hingucke, gucke ich auf die Zeit oder ob der Stream oder was ob bei dem Stream alles super läuft. So, wo ist denn jetzt der zerstörte Bauernhof? Da! Oh, ein seltsamer Pilz. Den nehmen wir doch direkt mal mit. So. Gut. Speer, Bauernhof. Wir speichern natürlich vorher einmal eine Runde. Der Druide Thorn hat diesen Bauernhof verwüstet und alle Bauern getötet. Diese Schwein. Ich habe mir schon sowas gedacht. Gute Arbeit. Hier hast du etwas Gold. Ich hoffe, du hast Thorn dafür getötet. Nein. Schade. Dann werde ich das wohl selbst erledigen müssen. Hast du eine Nachricht für Torus? Sag ihm, dass von diesem Hof hier nichts mehr zu erwarten ist. Das war mal einer. Okay, wir haben gespeichert, falls er wirklich dahin läuft und den. Oh, jetzt haben wir Pilz. Nehme ich noch einen mit. Ob der da jetzt wirklich hinläuft und versucht, die Ruinen zu töten. Könnte ich ihn ja, glaube ich, nochmal fragen. Wenn wir gerade hier sind. Oh, die Blutfliege habe ich gar nicht. Machen wir jetzt nochmal eben den Wolf hier. Ja, das war's wohl mit eurem. Ich freue mich jetzt mal. So. Wunderbärchen, Wunderklärchen, so. Da ist Torus, den werden wir erstmal hier Bescheid geben. Der Bauernhof im Westen ist verwüstet. Dort lebt keiner mehr. Wusste ich es doch. Ich kann nur hoffen, dass das ein Einzelfall bleibt. Andernfalls sind wir auf die Karawanen angewiesen. Und das wird teuer für Treles. Hier, dein Sold. Sehr schön. Ja, unser Ruf ist mittlerweile bei 72 in Treles, Jandi, ist klar. So, wir wollten, genau, wir haben einen, wartet mal. Entschuldigung. Wir konnten gar nicht in unser Inventar, also auch nicht in
Unser Charakterfenster. Wir haben 11 Lernpunkte. Das ist schon mal sehr schön. Das könnten wir dann noch mal in Lebensenergie ummünzen. Würde ich sagen, ja. Belia! Gewähre mir Lebenskraft. Gewähre mir Lebenskraft. E4 bitte. Danke. Ende. 4 Lebenspunkte mehr dazu. Darauf erstmal ein Stück Fleisch. So, die Ausgrabungsstätte. Da wollen wir noch mal hin. Da ist ja noch ein Tunnel. Gucken wir doch einmal rein, was da so abgeht. Da waren wir ja schon drin. Oh ja, hier waren wir schon. Wir haben hier einen einzelnen Ripper getötet. Okay. So. So. Dann, ja. Ja, was haben wir denn noch so für Questien-Trailes? Guck nach einer Schaufel. Der Orkriger Frank braucht Heiltränke. Genau. Der Paladin Konrad will seine Magie zurücksuchen in der laufenden Alchemisten. Vernichte die Orks in dem Tempel von Trailes. Ja, das wollen die Rebellen haben, dass wir die Orks hier alle zermetzeln. Aber das ist eine Quest, die wir später machen. Sehr weit später. Nämlich in dem Fall, wenn wir uns entscheiden, für welche Seite wir uns entscheiden, besser gesagt. So. Und hier soll irgendwo diese verdammte Schaufel sein. Ah, guck mal. Bens Schaufel gefunden. Wunderbar. Warum nicht die Leiche von dem Tempelwächter hier eigentlich noch? Okay. Okay, okay. So. Das heißt, dahin ist auch noch ein Bauernhof. Da können wir auch noch mal hingehen. Wir müssen ja noch den Alchemisten finden. Und wir müssen, können wir uns noch mal hier überlegen, was wollen wir? Junge, habe ich ja gar nicht kommen sehen. Verdammte Blutfliegen. So, hallo Ben. Ich habe hier deine Schaufel. Du bist mir was schuldig. Du warst tatsächlich im Tempel? Das siehst du doch. Aber da waren doch diese fürchterlichen Untoten. Eins muss man dir lassen. Mutig bist du. Du hast noch was vergessen. Was? Kohlefreundchen. Raus damit. Ich habe den Bauern Derek manchmal beobachtet, wie er nachts rüber zur Inos-Statue geschlichen ist. Sieh mal dort nach. Er hat da bestimmt noch einiges gebunkert. War ich doch schon. Okay. Kann man machen. Boah, für eine Schaufel war das gut. Gut. Dann, ja, wie wir. Eigentlich relativ viel. Genau. Den entlaufenden Alchemisten. Ja, das können. Oh. Wir haben jetzt den Bauernhof gesehen. Wir haben jetzt, ich weiß, wo die Rebellen sind. Wollen wir da eben hingehen? Ja, würde ich sagen, ne? Die hat bestimmt auch noch genug Quests hier für Trailes. Die wir tatsächlich noch machen können, wahrscheinlich. So, dafür müssen wir aber einmal hier hin. Sag mal Richtung. Hier in die Richtung müssen wir dafür. Wie. Liga? Wo wollt ihr denn jetzt hin? Interessant.
dass man hier auch mal unterwegs Leute sieht. oder besser gesagt Orks. Orks, die sich mal hier durchzulatschen. So. Da geht's nach Warrant. Ja, das ist total sogar. Ja. Wo kommst du denn jetzt schon wieder weg? Verdammtes Vieh. Ein Schwein. Guck mal, da sind noch Bauern. Ui. Da sind die toten Oger. Ja, hallo. Wer seid ihr denn? Sklave? Sklave. Harmon. Den seltsamen Pilz hätte ich gerne. Wenn der schon da steht. Hol. Und hier ist niemand mehr, okay. Wer ist? Was ist auf meinem Hof? Oh, wenn Champ. Du gekommen bist, die Pacht einzutreiben, vergiss es. Die Rebellen haben hier schon alles ausgeplündert. Bei mir ist nichts mehr zu holen. Rebellen überfallen harmlose Bürger? Dieses Lumpenpack versteckt sich nur in den Wäldern, weil sie nicht ordentlich arbeiten wollen. Wie willst du dein Tribut an die Orks zahlen, wenn du nichts mehr hast? Die Orks haben momentan andere Sorgen. Wenn du mich fragst, sind die Orks nicht mehr lange in dieser Gegend. Bald werden die Assassinen hier alles übernehmen. Und dann werden die Karten wieder neu gemischt. Scheint dich nicht sonderlich zu stören, dass die Orks hier sind. Mir ist egal, für welchen Lehnsherrn ich arbeite, König oder Orks. Läuft bei dir. Irgendjemand ist immer Herr von Mittelland. Okay. Die Assassinen wollen Mittelland übernehmen? Ach, was weiß ich schon. Jedenfalls habe ich hier in den letzten Wochen mehr Assassine gesehen als Orks. Nicht weit von hier im Süden beginnt die Wüste Warrant. Ach nee. Sieh dir doch selbst an, welche Prachtbauten sie dort errichtet haben. Mir kann keiner weismachen, dass die Orks sie aus reiner Nächstenliebe gewähren lassen. Die Orks haben Angst vor ihnen. Das ist meine Meinung. Was ist jetzt mit deiner Pacht? Was ist jetzt mit deiner Pacht? Ich sagte doch schon, die Rebellen haben mich überfallen. Unsinn. Rebellen überfallen Orks oder Söldner der Orks, aber keine Bauern. Tatsächlich. Vor 2 Tagen kamen 3 Rebellen aus dem Westen auf meinen Hof. Der Kopf der Bande hieß Hengli oder so ähnlich. Er hat mit seinen Jungs meinen ganzen Hof auf den Kopf gestellt und alles mitgenommen, was er fand. Wohin ist Hengli mit deinem Gold verschwunden? Sie gingen nach Westen, von wo sie gekommen sind. Nach Westen. Hey, Fremder. Hast du was von den Rebellen aus Nemora gehört? Nein. Was weißt du über Nemora? Nemora ist ein Rebellenlager im Westen. Die Jungs da oben sind wirklich gut organisiert. Was willst du von den Rebellen? Vor ein paar Tagen waren einige von ihnen hier. Ich wäre gerne mit ihnen gegangen. Ja. Ich bin es leid, hier auf dem Hof zu arbeiten. Ja. Lieber ein Leben in Freiheit, als ein Sklave der Orks zu sein. Ja, würde ich auch sagen, ne? Ich hörte, die Rebellen haben Farmons Hof ausgeraubt. Na und? Mir haben sie nichts getan. Verstehe. Aha. Weißt du, wo Nemora liegt? Ich war schon mal da. Habe sie tagelang beobachtet. Doch ich hatte nicht den Mut, mich ihnen zu zeigen. Hätte ich's mal gemacht. Alleine würde ich nicht noch einmal versuchen, dorthin zu gehen. Ja, komm, ich begleite dich. Ich begleite dich nach Nemora. Das würdest du für mich tun? Ja. Endlich. Ich häng den Knecht an den Haken und werde Rebell. Meinst du, dass sie mich aufnehmen? Klar. Wir werden sehen. Klar. Okay. Sag mir, wenn's losgeht. Lass uns an Nemora gehen. Lass uns nach Nemora gehen. Alles klar. Folge mir. Ich hoffe, du weißt, dass ich im Kampf keine große Hilfe bin. Dann solltest du schneller laufen. Den Dämonenpilz wollte ich gerne noch mitnehmen. So. Ich nehme hier schon mal hier. Ja, die meisten Mobs habe ich ja hier schon getötet. Ja. Burger sind ja auch schon weg. Ja, das ist auch der Weg, den ich nehmen würde jetzt lang.
Mana-Pflanze. Ja. Da geht's. Ja, genau, da geht's nach Nimora. Das ist derselbe Weg, den ich jetzt genommen hätte. Scheiße. Da! So macht man das. Ich hasse die Biester. Okay. Renn mir hier nicht nochmal in so ein Viech rein. Was heißt, renn mir nicht nochmal? Ich kann dich nicht beschützen, wenn du so quer durchgehst. Meine Güte. Unglaublich, diese Menschen. Einfach unglaublich. Ja, ich bin auch überlegen, was ich trainieren werde. Liebes hier schon wieder über Schnauben hören. Ich werde hier ganz Snapper, Alter. Interessanter Weg. Sieht aber anders. Aber ein anderer Weg, den ich genommen habe. Hilfe. Was hast du jetzt davon? Okay, das ging eigentlich relativ schnell mit den Wölfen. So, da sind wir. Ich hoffe, die Rebellen werden mich hier aufnehmen. Danke, Fremder. Hier, ich gebe dir noch was für den Rückweg. Möge Innos dich beschützen. Ja, die werden dich nicht aufnehmen, wenn du da... Oh, Alter, so Taschendiebstahl von... Du Dieb! Na? Du Dieb! Wir werden noch ein bisschen Diebeskunst machen, glaube ich. Ein bisschen Leute ausrauben ist auch ganz lustig. Rebell, Finley, Tyler. Glaubst du wirklich? Du stehst mir im Licht, Kollege. Was machst du hier? Ich warte darauf, dass endlich mal was passiert. Sich in diesem Loch vor den Orks zu verstecken, ist mir zuwider. Du bist wohl eine harte Sau, was? Würde mich an deiner Stelle nicht mit mir anlegen. Du bist nicht der Anführer von Nimora, oder? Anführer? Ich? Bei dem Sauhaufen? Nein, danke. Wie wär's, wenn wir Trelis aufmischen? Ah, ein Mann der Tat. Das gefällt mir. Wenn der Boss nichts dagegen hat, gehe ich mit. Am besten ist es, du wirst einer von uns. Und wie mache ich das? Sprich mit unserem Anführer darüber. Ganz einfach. Okay. Wie sieht's aus? Ich warte, dass jemand vorwärts ruft. Im Grunde mache ich das, was Finlay macht. Er ist mein Waffengefährte. Okay. Bist du der Anführer von... Vergiss es. Ich ziehe hier mein eigenes Ding durch. Mit allem anderen habe ich nichts zu tun. Hä? Los mit dir! Mit allem anderen habe ich nichts zu tun. Ja, wir bleiben erstmal, ja, hier auf der Ebene. Vielleicht finden wir das. Hi, ich bin Dudley. Ja? Ich kümmere mich um die Versorgung. Das klingt ja schon mal. Wie läuft die Versorgung? Wie läuft die Versorgung? Wir brauchen Wertsachen, Pokale, Teller, völlig egal. Verstehe, du handelst mit Hehlerware. Nun, so könnte man es auch nennen. Ich habe Abnehmer in der Wüste. Ein paar von den reichen Säcken stehen auf glänzendes Geschirr. Brauchst du noch was Spezielles? Wir Rebellen brauchen immer irgendwas. Beim letzten Kampf mit den Orks ist einiges zu Bruch gegangen. Allerdings gibt es etwas, von dem wir nie genug haben können. Waffen! Etwa 10 Waffenbündel würden uns recht gut tun. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Ich besorge euch Waffen.
Okay, am besten du gehst nach Treles. Die Orks haben da eine ganze Menge in ihrer Burg. Wir brauchen 10 Waffenbündel. Ja, ich hab schon ein paar. Bist du hier der Anführer? Das würdest du gerne wissen, was? Das kann ich dir aber leider nicht verraten. Ich kenne dich doch kaum. Mann. Irgendwann ist auch das vorbei. Erzähl mir was über die Gegend. Früher war das hier die Kornkammer des Landes. Und die Bauern haben es verstanden, ihre Reichtümer zu behalten. Ich habe von einem Bauern namens Famon gehört, der noch eine ganze Menge Gold bunkern soll. Richtig. Aber trotzdem war es auch das weiter. Weißt du, wo ich Artefakte finden kann? Sieh dich mal beim Tempel von Treles um. Der Schamane Kamak soll irgendein Amulett bei sich tragen, das seine Zauberkraft erhöht. Das ist sicher einiges wert. Ach du Scheiße, wie viele Quests hat der mir denn schon gegeben? Alter Schwede. Rebell. Okay, da chillt keiner mehr. Das ist auch nur eine Bettkammer, aber hier sind ein paar Dämonenpilze, die ich mitnehmen kann. Das hätte er doch besser wissen lassen. Hallo, wer bist du? Du bist ein Rebell. Oh, lass mich raten. Rebell. Ein Russel! Willkommen in Emura, Fremder. Hallo. So einen kräftigen Mann wie dich können wir gut gebrauchen. Am besten, du hältst dich da raus. Wie kann. Bist du hier der Anführer? Bist du hier der Anführer? Wir geben die Identität unseres Anführers nicht jedem Preis, mein Freund. Wenn die Orks spitz kriegen, wen sie töten müssen, damit Nemora zusammenbricht, ist er tot. Verstehe. Ist gar nicht mal so blöd. Aber es ist so tödlich für mich wieder. Ihr braucht noch Leute? Wir brauchen unbedingt noch einen starken Mann, der am unteren Eingang zu Nemora Wache hält. Wenn wir nicht aufpassen, überrennen uns die Orks am Ende doch noch. Wenn du jemanden triffst, von dem du glaubst, dass er der Richtige sein könnte, bring ihn hierher. Wie kann ich helfen? Du könntest deine Kampfkraft für uns einsetzen. Dort, wo der Pass zur Wüste beginnt, hat sich kürzlich eine Karawane der Assassinen niedergelassen. Es heißt, die Wüstenhändler seien alle von Snappern getötet worden. Wenn wir uns beeilen, können wir die Waren aus der Wüste noch bergen. Ah, okay. Ich werde die Waren aus der Wüste bergen. In Ordnung. Aber pass auf die Snapper auf. Ja. Die sind sicherlich immer noch irgendwo dort in der Nähe. Natürlich. Okay. Okay, Rebell. Hier chillt keiner. Das ist wahrscheinlich der obere Eingang. Hallo, Randall. Pass auf, wo du hinläufst. Die Gegend da draußen ist gefährlich. Was genau ist da draußen so gefährlich? Der Norden von Nemora ist bevölkert von Urviechern, Kollege. Oh, Urviecher! Diese großen, schnaubenden Exemplare. Urviecher! Nicht zu nahe. Sonst fressen sie dich mit Haut und Haaren. Ich bin zwar ein erfahrener Jäger, aber allein würde ich mir die Biester auch nicht zutrauen. Am besten du erledigst das selbst. Bist du hier der Boss? Das sage ich dir nicht, Fremder. Och, Mann! Ich werde die schnaubenden Urviecher töten. Na, da hast du dir ja einiges vorgenommen. Hier, nimm diese Heiltränke. Die Biester sind zäh. Du wirst sie brauchen. Gut. Aufgaben. Finde ich gut, deswegen bin ich auch hier. Aber gucken, wer hier der Boss ist. Weil das wird ja mal sehr interessant, wer hier der Boss ist. Ich glaube, den werden wir auch vorher gar nicht treffen. Solange wir das hier nicht wissen. So, ja. Wir gehen... Befreiter Sklave, weiter. Okay, Cole möchte nicht. Weiter. Ich weiß, Mann, ich weiß. Kepler. Ich grüße dich, Fremder. Ja, hallo. Und such dir deinen Platz in unserer Gemeinschaft. Ja. Was machst du hier? Ich bin Kämpfer. Ich kümmere mich um die Sicherheit von Nemora. Aha. Ich werde einfach Erzähl mir mehr über Nemora. Ja. Dieser Ort ist die einzige noch ernstzunehmende Bastion der Menschen in diesem Teil der Welt.
Nicht weit von hier im Osten liegt die Burg Trelis. Im Süden ist der Pass nach Warant. Jo. Wenn wir nicht Acht geben, werden uns die Orks erschlagen. Oder wir werden von den Assassinen versklavt. Willkommen in der Zwickmühle. Warum schaust du so besorgt? Kürzlich haben wir in dem zerstörten Bauernhof östlich von hier einen Trupp Orks gesehen. Jo. Sie sind uns schon gefährlich nahe gekommen. Jemand muss ihren Anführer eliminieren, bevor sie unser Versteck hier entdecken. Ich kümmere mich um den Ork auf dem zerstörten Bauernhof. Gut, aber pass auf, dass dir keiner von ihnen in den Rücken fällt. Das hätte ich dir vorher sagen können. Bist du hier der Anführer? Ich könnte dir sagen, wer hier der Anführer ist. Allerdings müsste ich dich dann töten. Kein Fremder darf erfahren, wer von uns hier der Boss ist. Ist zu gefährlich. Man muss aufpassen, was man so rumerzählt. Genau, man muss aufpassen, was man so herumerzählt. Das hat genau gerade gepasst zu dieser Frage. Rebell, befreiter Sklave, das ist Ruhe, wenn ich die leer mache, gibt es sowieso noch Probleme. Hier unten im Stollen ist ein Magier. Ah, Besuch von weit her. Sei ja. Willkommen, Inemora, Freund. Ja? Du bist ein Feuermagier. Du bist Feuermagier? Ein Magier auf der Suche nach der alten Magie. So wie alle ehemaligen Magier des Feuers, Freund. Was machst du gerade? Was machst du gerade? Ich bin auf der Suche nach einem alten Rezept für einen Trank. Leider komme ich zurzeit nicht an die Zutaten. Hätte ich mir denken können. Welche Zutaten? Welche Zutaten brauchst du für deinen Trank? Es handelt sich um die seltene Staudenlobelie. Oh. Oben im Westen, wo die ganzen Urviecher herumstreunern, habe ich welche entdeckt. Ich bin aber nicht wahnsinnig genug, mich mit den Biestern anzulegen. Aber ich soll das machen, oder was? Ich besorge dir. Ich besorgte die Staudenlobelie. Das ist löblich. Ich brauche 5 Stück davon. Lass dich aber nicht fressen, hörst du? Nein. Fressen will. Wer ist hier der Boss? Um zu erfahren, wer Nemora führt, wirst du dir erst das Vertrauen der namhaften Leute sichern müssen. Okay. Mal alles mitnehmen, was hier noch. Morgentau, Feuerlöse. Ah ja, mein Freund, da haben wir doch den netten Herrn, den wir gesucht haben. Hallo, Hengel. Pass auf, wo du hier hintrittst. Wenn du hier was kaputt machst, kriege ich Ärger. Der Bauer Farmon behauptet, du hättest seinen Hof überfallen. Was? Ich weiß von nichts. Ein feiner Rebell bist du. Anstatt Orks zu bekämpfen, beklaust du harmlose Bauern. Psst, nicht so laut. Hier, dieses Gold habe ich Farmon abgenommen. Du kannst es haben. Wenn der Boss das mitbekommt, wirft er mich den Orks zum Fraß vor. Handelst du auch mit diesem Kram? Eigentlich soll ich nur auf die Sachen hier aufpassen. Aber wenn du mir einen guten Preis machst, muss ja keiner wissen. Oh, hey, ja. Vielleicht bist du auch an der einen oder anderen Fähigkeit als Dieb interessiert. Gegen okay. Bezahlung natürlich. Von nichts kommt nichts. Perfekt. Ich habe 10 Lernpunkte. Wir lernen Bring erst mir was über das Diebeshandwerk bei. Ich weiß gar nicht. Kann ich jetzt irgendwas in der so Richtung lernen? 60, 70, 50, 90. Die, also wir müssten erstmal Punkte reinsetzen. Okay. Bring mir was über das Diebe. Ja, hier. Punkte. Und Punkte. Mhm. 45 Punkte Diebeskunst. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Dann einmal zurück. Wir speichern einmal, denn der nette Herr wird uns jetzt sicherlich sagen, wer da du nennst was. Mir sofort den Namen eures Anführers. Oder du tust was? Mich bei unserem Anführer anschwärzen? Denk mal darüber nach, du Spinner. Wer ist der Anführer von Nemora? Das hat dir noch keiner verraten, was? Nö. Dann werde ich es dir ganz bestimmt nicht sagen. Du bist mies, Alter. Zeig mir deine Ware. Oh, ist ja nichts Besonderes hier. Was ist los mit dir? Sprengpfeile, interessant, Armbrust. Rostige Kampfstab brauchen wir nicht. Holzverlag brauchen wir auch nicht. Amulett des Eisschutzes. Was für Energie.
So. Haben wir noch mehr zu verkaufen? Oh ja, Goldpokal, eine Schatulle. Ring, was haben wir? Ring. Oh. So, ja. So. Silberpokal, Säbelzahntigerfell, Wolfsfell, Lockerhaut, Schnapperleder, Buchfliegenstachel, Lockerklaue. Boah, können wir alles hier verkaufen. Das gibt ordentlich ein bisschen Kohle. Flasche, Fläschchen, Schwefel. Normales Messer kann weg, das braucht ein Erzrohling. Oh, wir haben ein Erzrohling. Können wir den wohl auch schmieden? Oder müssen wir das erst lernen? Haben wir hier überhaupt eine Schmiede? Hat dieser verfluchte Laden überhaupt eine Schmiede? Okay, der braucht Sachen. Die brauchen alle Sachen. Alter, Junge, nee, das ist aber wieder super. Aber tatsächlich, man sieht den Anführer. Hör doch auf. Tja, was willst du hören? Am besten du erledigst war doch nie glaub, anders. Alter Sklave. Eigentlich einer der befreiten Sklaven. Lache ich mich kaputt, ey. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Gut. So, gut, meine lieben Freunde. Aber die Zeit ist ja wieder um. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, lasst euch gerne einen Kommentar da oder eine Bewertung. Würde mich sehr darüber freuen. Ja, das war Nemora. Wir sind in Nemora angekommen, haben wieder einige Quests an. Das wird lustig. Ja, hier. Der letzte Scheiß. Ja. Häng den der Bauernräuber. Was kann denn schon groß passieren? Ja. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Gut. Ja. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Meine Freunde, wir haben jetzt noch ein bisschen Liebeskunst gelernt. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann ja mal gucken, was wir machen. Ob wir uns hier mit den... Ich soll auf euch Mist. Plündere die Höfe. Kann man ja. Toll. Einige Probleme erledigen sich. Ja, da werden wir Kamaks Artefakt, ja. Da werden wir noch ein bisschen zu tun haben, aber auch hier werden wir noch einiges zu tun haben. Der letzte Scheiß. Am besten du erledigst das. Mobilisiere die Menschen in Geldern für Toll. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Druiden. Stein. Als ob ich nicht schon genug gut, aber meine Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich alles Gute. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin sage ich dann erstmal, halt, stopp, bevor ich mich verabschiede, könnt ihr natürlich da euch die Playlist auch anschauen von Gothic 3 und darüber natürlich mein Projekt Age of Empires 2, die Divinity Edition, wo wir schon ziemlich nah an das Ende von der französischen Kampagne kommen. Und ja, meine Freunde, aber jetzt verabschiede ich mich von euch und sage Tschüttle, haut rein, ich bin jetzt und bis dann.